Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Napoleon Total War mit den Preußen. In der letzten Folge haben wir uns Schwerin geholt von Mecklenburg. Ja, bin ich echt ganz zufrieden mit. Ist schon mal ein Fortschritt. Schon mal eine Region mehr. Jetzt versuche ich eigentlich noch die Dänen hier platt zu machen, die wir auch den Krieg erklärt haben. Und dann habe ich mir gleich noch die ganze Macht über die Ostsee eigentlich. Fehlt nicht viel. Also kann ich mir auch ein bisschen Macht aufbauen. Durch meine ganzen Hafenstädte dann. Eine kleine Flotte, ein bisschen Geld. Ist keine schlechte Idee, dann kann ich auch besser Krieg führen gegen Frankreich später. Aber zu wem gehört in Sachsen? Mit Hessen. Es würde mich ganz ehrlich nicht wundern, wenn ich später noch Hessen den Krieg erkläre. Holt Oldenburg, glaube ich, als erstes, weil ich mit denen am wenigsten Probleme habe hier. Ach, die Batavische Republik wahrscheinlich. Ah, nee, die mögen mich ja. Dann brauche ich denen nicht den Krieg zu erklären. Verbündete Frankreich. Das gefällt mir jetzt schon wieder weniger. So, historische Streitigkeiten, Bündnis mit feindlichen Nationen, religiöse Differenzen, territoriale Expansion, nationale Anführer nötigen Respekt ab, Gesamt plus 1. Mal sehen. Ups, ich wollte eigentlich gucken, ob ich mit denen handeln kann. Also, ob die es wollen, besser gesagt. Oh. Finde ich gut. So, und dann wollen wir mal die Runde beenden. Das finde ich sehr gut. So am Rande bemerkt. So eine andere Sache. Was soll ich denn überhaupt später alles einnehmen? Frage ich mich jetzt gerade. Ich glaube, ganz Deutschland soll ich mit Preußen vereinen. Heißt ja trotzdem Krieg mit Frankreich. Naja, gucken wir nach. Nachdem Russland fertig ist, natürlich. Die müssen ja nur erstmal ihre 1000 Landsmänner hier bewegen. Geschafft. Gut, Dänemark beseitigt all seine Flotten, das finde ich gut. Muss ich mich damit jetzt nicht auseinandersetzen, wenn ich da angreife? Invasion start. So. Und ich schicke mal auch wieder hier rüber. Zum anderen. Oh, wir machen deutlich mehr Geld. So, geisteswissenschaftlicher Fortschritt. Genau, klassische Ökonomie ist das nächste, was wir wollen. Machen wir uns eine Volkszählung. Dann bauen wir auf Mobilisierung der Massen hier. So. Hier hat Gebäude errichtet. Schafft erhalten. Steinpflaster. Das könnte ich auch noch mal so eine schöne Route hier bauen. Bis nach Ostpreußen. Naja. Was man hier alles tun könnte. So. Ich brauche hier drüben noch Kampf gegen Dänemark. Da scheint es immer so gut 6 Runden zu brauchen, bevor ich dich wieder benutzen kann hier. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie unsere Ziele überhaupt sind. Atmermonist, da könnten wir noch austauschen. So.
Chaos. Der Kriegsminister ist sehr gut. Ah, schon ein Fortschritt. So, und hier nehmen wir mal Gottlieb Salda. Und hat nichts gebracht im Endeffekt. Handel, Politik. So, wo sind wir noch? Forschungstechnologienliste. Ziele. Drillschule und klassische Ökonomie. Okay. Hannover, Friesland, Hessen und Kassel, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen und Böhmen. Okay. Das sind viele Krieger. Du wirst wahrscheinlich noch Frankreich und Österreich den Krieg erklären bis dato. Aber wir haben jetzt Zeit. Was mir jetzt hier gerade einfällt, ist, dass ich hier eigentlich noch Infanterie rekrutieren könnte für Gepard-Bücher. Drei Infanteristen sind ja doch ein bisschen wenig. Ah ne, wir haben ja noch Grenadiere mit dabei. Das ist ja so ein kleiner Ersatz dafür. So, hier bauen wir mal ein Gestüt. Apropos, hier drüben bauen wir noch ein Nachschubdepot, nicht wahr? Ah, doch nicht. Mein Nachschublager. Wollen wir die Runde wieder beenden, dann schicke ich euch nächste Runde in die Stadt rein und dann können der Rest nach Brandenburg ziehen, dann müssten wir ein bisschen schneller die Einheit wieder fortbilden können, also ich wieder neu besetzen. Das sollte dann besser funktionieren. Die Franzosen immer noch. Ich glaube, die Russen unterstützen mich bald gegen Dänemark. Das ist auch eine schöne Sache. Wo ich doch gerne Kopenhagen selber behalten würde. Ehrlich zu sein. Möchte ich nicht, dass mir das irgendjemand abknüpft. So, Spanien ist fertig. Super, und noch ein Edelmann in Brandenburg diesmal. Meine Mission? Das ist jetzt schon der dritte hier, ey. Was wünscht ihr von mir? Aha, ein Ort des Lernens und der Kultur. So, Baubericht. Agent rekrutiert. Sir! Linke Seite! So, schick mich mal hier hin. So, wir sind jetzt hier unzufrieden, aber daran wollen wir was ändern. Kommen wir ja dazu. So. Wir haben hier insgesamt 7 Musketiere, das ist okay. Als nächstes rekrutieren wir mal Husaren. Und Lanzenreiter, ja. Ja, und dann können wir die Runde auch wieder beenden. Warte. Ich bin mal gespannt, wie sich der Krieg mit Frankreich eigentlich entwickelt. Momentan passiert da eigentlich gar nichts so richtig mit denen. Weder expandieren sie, noch verlieren sie irgendwas. Ich glaube, das wird sich ändern, sobald wir mit denen in den Krieg treten. Na, es wird lustig. So, Kriegsbeitritt gegen die Schweizer Genossenschaft.
Beitritt gegen Dänemark. Eigentlich nö. Nö. Soll mich nicht stören. Der Schweiz den Krieg zu erklären, wäre ja ziemlich schwachsinnig für meine Position jetzt. Und darauf habe ich dann keine Lust. So, Bündnisform mit Österreich. Ostpreußen, Arbeiteraufstand. Wie kommt das denn jetzt hier? Rotieren wir einfach mal mit Miliz. Und sprechen wir mal mit Österreich. Okay. Dann nicht. Muss ja nicht jeder immer auf meiner Seite sein. Oh, die Straßen sind überall fertig. Auch super. Können wir mit dem Kopfsteinpflaster anfangen. Dann werde ich die von hier bis nach Westpreußen ziehen, die Straßen. Vorher beenden wir nochmal die Runde. So. Da gab es mich gerade überhaupt nichts zu tun. So, die kleinen Staaten werden auch von Frankreich in Ruhe lassen. Das ist auch super. Statt sie mich beherzt, bin ich. Da weiß ich, dass meine Pufferstaaten immer noch da bleiben. Wenn ich komme. Ah ja, diese zahlreichen Herrscher der Russen, ey. Naja. Sollen sie machen. Hält mich ja von nichts auf. Und können wir noch Sachsen angreifen, fällt mir gerade ein. Das wird auch lustig, glaube ich mal. Naja, darauf freue ich mich auch schon. Yay! Volkszählung. Ah, das ist gut. Ah, teuer. Zählung beendet. So, Forschung und Technologie. Jetzt beginnt die Volkszählung. So. Die Armee hier ist ready. Take off eigentlich. So. Das ist jetzt auch kein Problem. Truppen! Vorwärts! Ziehen wir euch hier ab. So, schicke mich mal hier rüber. Linke Seite, Marsch! Sir. Oh yeah. Da haben die denen wenig zu tun. Also wenig zu meckern, besser gesagt. Da haben sie keine Chance, wenn es so gut läuft mit der Armee dann. So, jetzt können wir mal den Straßenbau vorantreiben. So, müssen wir noch in Danzig und in Ostpreußen Straßen bauen und dann haben wir eigentlich die wichtigsten Städte gemacht. Zumindest ein schnelles Geleit von West nach Ost haben, das ist immer ganz wichtig eigentlich. Die Möglichkeit des schnellen Marsches, damit wir schnell unsere anderen Seiten unterstützen können.
bin auch mal gespannt, was mich jetzt in Kopenhagen erwartet. Ich hoffe mal, dass es nicht so eine starke Armee sein wird. Damit wir es im Endeffekt dann leichter haben, aber mit fast 2 Fullstacks, glaube ich, sollten wir sowieso gut dabei sein. Schweden. Auch ein bisschen was. Mecklenburg, Arbeiter streiten. Rotierung. Wo mal Landwehrmiliz. Fremdbesetzung. Oh, das wird ja dann ein bisschen besser werden hier. So. Wir haben jetzt Juni. Ihr ergebenster Diener. Vorwärts! Alles bereit machen! Vorwärts! Die marschieren wir mal hier rüber. Oh gut, da sind auch 2 Fullstacks, also wurde das ja in dem Sinne eigentlich ausgeglichen. Befehle. Wenn wir deren Hafen lahmlegen, dann haben wir da eigentlich ordentlich getrollt. Das ist so eine Ausweichmöglichkeit nochmal. So, hier bauen wir schon unsere Straßen, bauen wir hier drüben auch nochmal welche. Bevor es zum Schluss weitergeht zur Provinzhauptstadt. So, beenden wir nochmal die Runde. Egal, was die Dänen jetzt machen. In beiden Fällen würde es uns wahrscheinlich viele Leute kosten, glaube ich mal. Wir haben eine große Armee, die haben eine große Armee, es wird lustig. Jetzt wäre eigentlich eine kleinere weitere Armee vom Vorteil, die ich einfach nur hinschicke. Den Hafen zu besitzen. Wäre keine schlechte Idee. Da habe ich ja 3 Leute, die kann ich ja losschicken. Mein General und meine 2 leichten Infanteristen sollten ausreichen. Da können wir ein bisschen deren Infrastruktur lahmlegen, ist auch eine gute Sache. So, Spanien sammelt die Einheit immer noch an derselben Stelle. Johann Wolfgang von Goethe. Oh, die schöne Sache. Drüben hatten wir doch auch ein Bildungszentrum gehabt, genau. Euer Majestät? Ja, Euer Majestät. Bringt zwar eigentlich nichts mehr, aber naja. Weil es trotzdem viele Leute hier drin haben. So, unsere kleine Armee von hier drüben. Müssen wir losbewegen. Muss hier drüben mal das Handelszentrum zerstören. Yes, sir! Aha. Yes, sir. So, fange ich Österreich. Spanien. Auf den Krieg vorbereiten! So, dann wollen wir einfach mal die Handelsroute überfallen.
Mal hab ich kaum Plus. Kommt der Saint schon wieder? Bereit machen zur Schlacht! Stadtwache, sonstiges Handelseinkommen, Steuereinnahmen, Armeeunterhalt. Ich glaube, ich muss wirklich ein paar Einheiten noch wieder loswerden hier. Alles bereit machen! I. Hier wieder Marine kann ich nicht. Marine. Landwehrmiliz. So, schicken wir mal die hier rüber. Linke Seite, Marsch! Die beiden lösen wir auf. Machen ein bisschen mehr plus nichts drin. Und hier drüben, was haben wir hier? Die Musketier brauchen wir nicht, die Artillerie auch nicht. Die auch nicht. Na, ein bisschen mehr Profit schon. So, Runde beenden. So, Russland marschiert und marschiert und marschiert. Wir sehen, ob wir dann die Dänen überhaupt rauslocken können aus ihrem aus ihrer Stadt dort. Viel Zeit haben wir nicht mehr, bis Winter ist. Schade. Wäre zu schön gewesen. Der Vater bewegt sich. Und das war's. Ich habe nur die Werflich wird erforscht. So. Was haben wir hier mal? Landwehrmiliz. Hier müssen wir das zweimal machen. So. Bereit für Befehle. Auf den Krieg vorbereiten. Weiter. Wir beanspruchen dieses Land. Hey. Kaputt. Mein Lord. Den Krieg vorbereiten! Treffen wir das Bildungszentrum hier noch an. Dieses Land steht uns zu! Ich schicke mal weiter hier drüben zum Bauernhof. Ja. Dann haben wir uns gleich mal drei kleine Städtchen geholt, weil ich glaube, ich sollte lieber den Hafen hier drüben nehmen. Der ist ja schlimmer eigentlich. Das Geile ist, selbst im Winter kann ich mich immer noch hier in den Städten verkriechen. Keine schlechte Sache. So, ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben unser Limit wieder erreicht. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.